Genau, Zeit habe ich, also wir sind tätig, eigentlich wir haben vier Tätigkeitsbereiche, wo wir auch als Auftrag haben vom Kanton Zürich. Das ist einerseits die Lehre, also so Studium, Bachelor, Master, Weiterbildung, typischerweise so ein CAS oder ein MAS, wo man machen kann, aber auch andere Weiterbildungskurse. Wir haben Forschung, wo wir tätig sind, und Dienstleistungen, das kann sein von psychologischen Beratungen, die wir machen in der angewandten Psychologie, also im Departement, oder aber auch Forschungsprojekte, die wir zusammen machen mit Firmen. Genau, also das sind so die vier Tätigkeitsbereiche, wo ZHW unterwegs ist. Unterrichten oder auch die Lehre und auch die Weiterbildung sind sehr praxisnäher und Wissenschaft, eigentlich sehr wissenschaftlich fundiert. Es ist immer so der Link zwischen der Praxis und der Theorie, das zusammenzubringen, aber es ist wirklich wichtig, es ist praxisnäher. Also es ist nicht in dem Sinn gedacht, um dort akademische Dinge weiterzugehen, nicht in der Universität, sondern in der Fachhochschule. Genau. ZHW hat 8 Departemente, und wenn wir mal schauen, in wie viel Breite das wir da gehen. Also wir kommen von der School of Management and Law über die soziale Arbeit, die Gesundheit, irgendwo in die angewandte Psychologie, und dann haben wir noch Architektur und Bauingenieure. Also es ist wirklich so ein bisschen alles, was man sich irgendwo vorstellen kann. Von der Chemie über Informatik eben bis hin zu den Hebammen oder den Ergotherapeuten. Das macht es nicht immer einfach. Also ich habe vorhin gesagt, es sind 4 Schulen, die zusammengeschlossen worden sind 2007. Die haben logischerweise nicht alle die gleichen Technologien benutzt, beziehungsweise die gleichen Applikationen. Jeder hat sich als wichtig oder erwartet sich als wichtig und als anders. Also wir sind anders als die anderen. Wir funktionieren anders. Unsere Prozesse können nur anders sein. Und das tut sich auch unsere Architektur dann auf der IT-Seite abbilden. Das heisst, wir haben hier verschiedene Prozesse, fachliche Prozesse, verschiedene Tools für das Gleiche und so weiter. Ich sehe da ein paar Nicken. Also ich glaube, es ist nicht nur bei uns so, aber es ist einfach so eine Idee. Dann haben wir noch eine andere Herausforderung bei uns ist, dass man jetzt lange eigentlich darauf gesetzt hat, dass man externe Sachen entwickelt hat oder Tools eingekauft hat. Und da zum Teil das Know-how auch nicht mehr gleich da ist. Oder dass irgendwo Schnittstellen, also man hat eine Schnittstelle, die dort nur noch gebaut, eigentlich, sag ich jetzt mal, von extern gebaut worden über die Jahre hinweg. Und gewisse Leute, also man wüsste zum Teil gar nicht mehr, wie man die jetzt genau anpassen kann oder wie man die können ablösen. Und das sind so verschiedene Herausforderungen, die wir haben, wenn wir jetzt eben eins weitergehen, nämlich zum Portal, wo wir gerne für die Studie machen. Das ist das Studieportal eben in ZHW, in die ZHW-Welt hinein. Die Idee ist, dass der Student alles an einem Ort findet. Also ich habe meinen Kalender dort, ich finde meine Informationen zum Studium, meine Noten, E-Mails, ich habe einen Self-Service, wo ich mich daran wenden kann, was ich die ganze Zeit habe, als Lernplattform und so weiter, finde ich über das Studieportal. Das wäre die Idee. Das ist so die Vision, die man vor 3 Jahren hatte. Das klingt immer so schön einfach, also wir sind alle wollen alles. Wenn man jetzt aber natürlich dahinter schaut, da dahinter sind verschiedenste Systeme, Studentenadministration, wo eben 8 verschiedene Prozesse, wenn es nur 8 sind, bei 8 Departementen können es auch 12 sein, da sind, wo man irgendwo muss zusammenbringen, Daten, die nicht gleich aufbereitet werden von den verschiedenen Departementen und so weiter. Also das befinden wir uns wirklich in einem Bereich, wo ja, wo es nicht ganz einfach gemacht hat. Also wir haben immerhin 24'000 Studenten im Jahr, die die Apps nutzen. Und das ist so ein bisschen was wir jetzt gemacht haben, ist, als wir dann mal ZHW angekommen haben, ist gesagt, okay, jetzt machen wir Schnittstellendefinition, wir hätten gerne Studentendaten. Also einfach mal Adressen und so weiter, Matrikelnummern vom Studierenden. Dann haben wir gemerkt, ja gut, und wie verwalten wir jetzt das? Also wie machen wir die Authentisierung? Wer darf wo drauf zugreifen? Wie haben wir den Deal? Und so weiter. Wir sind bei meinem ZHW außerhalb der ZHW, also irgendwo, sage ich jetzt mal, im bösen Internet, und greifen auf interne Daten zu. Wie können wir da das machen? Wie haben wir einen Single Point of Entry? Wie können wir das managen? Und so sind wir echt darauf gekommen, dass man das API-Gateway braucht und nach Evaluationen und
Und so weiter sind wir dann eben auf WSO 2 und die Integrum gestoßen. Und ja, damit Sie sich jetzt ein Bild machen können davon, wie die App aussieht und was eigentlich vor der Tour passiert, wird der Manuel noch kurz durchführen, einfach das Vorstellung haben davon, was das ist. Und der Matthias wird nachher den Teil vom APRG zeigen. Genau. Genau, das ist von dort her der Zugriff. Aber kannst du dich natürlich auch bei den Zürcher Hochschulen, wenn du entsprechend immatrikuliert bist, anmelden. Ich melde mich jetzt einfach mal als Test-User an. Dann kommen wir hier auf diesen Homescreen. Wir haben das Ganze in verschiedene Widgets gegliedert, die eigentlich einzelne Umsysteme haben. Also sprich, das Profil wird als erstes geladen. Da ist der Studi drin, also die ganze Studiedate mit dem Artikelnummer, falls man die braucht. Man kann das eigene Profilbild wechseln und hinzufügen. Man hat die Rechnungsadresse, wo man dann irgendwann in einem zweiten Schritt sollte man die Personalien und die Rechnungsadresse auch können ändern. Ist im Moment aber noch relativ schwierig, weil wir einfach keine Schnittstellen dazu haben. Dann so als praktisches Beispiel haben wir den Kalender. Also die Daten sind jetzt gerade live aus dem Exchange rausgekommen. Da wird nachher der Matthias etwas dazu sagen, wie wir das integriert haben im WSO 2. Also sprich, wenn ich jetzt hier angehe, irgendeinen Test drin tue und da gehe aktualisieren, muss jetzt auch den Hardware-Log machen, dann kommt da auch der Test. Also das ist wirklich live. Ja, das ist einfach mal so ein Anwendungszweck. Wir haben natürlich Zugriff auf das Azure AD, das wir brauchen. Wir haben Active Directory normal, das wir brauchen. Und alles muss irgendwo authentifiziert werden. Und halt einfach, wie Noah schon gesagt hat, von der Ursprungsumgebung her kommt das halt so. Genau, das ist so ein Bild, wo man eigentlich viel sieht oder wo vielen bekannt vorkommt, wenn man im API-Management-Szenario oder Integrations-Szenario allgemein unterwegs ist. Es sind immer diverse Komponenten, die müssen zusammenspielen. Und vielfach haben wir einfach in der Mitte das Verbindungsglied WSO 2, wo dann nachher die Software, aber zum Beispiel die Switch Edu ID, der Identity Provider oder das Azure ID mit dem Graph API und so weiter verbindet. Die unten haben wir symbolisch aber zum IZ-API. Und da haben wir eigentlich hauptsächlich drei Challenges. Eine ist, Azure ID zu anbinden als Single Sign-On und zu rollen. Eine zweite Challenge ist, das Graph API hinterher dran zu binden oder wird sie als einzelner Student angemeldet. Wir müssen irgendwie sicherstellen, dass wir nur von dem Studenten die Kalendereintrag bekommen. Und als drittes Switch Edu, von da können wir den Token. Aber der Flow sehen wir jetzt am Abschluss. Integriertes API-Management, also bei der ZHW ist es allgemein so, dass alle Portale, die sie betreiben, sind mit Single Sign-On von Azure AD gemacht worden. Das heisst, euch, der API-Manager und die Portale müssen das euch unterstützen, haben wir gemacht. Und ja, jetzt kann jeder Mitarbeiter, der die Berechtigungen hat, entsprechend auf den Publisher zugreifen, auf das Dev-Portal zugreifen und so sich am API-Management beteiligen. Ein weiterer wichtiger Aspekt von der Azure ID-Anbindung ist das Rollenkonzept. Das heisst, wir müssen auf dem API-Manager nicht eigens User erfassen, wir müssen keine Gruppe erfassen, wir müssen keine Berechtigungen einstellen. Also wir können das alles aus dem Azure ID übernehmen. Wir machen lediglich ein Mapping von der Azure Security Group zu einer Gruppe oder einer Rolle im API-Manager. Das ja, ist eine Frage, die viel kommt. Das ist eine Frage, die ZHW sehr früh gestellt hat. Wenn ich jetzt auf dem API-Publisher ein API publiziere, kann das nachher jeder bearbeiten. Und nein, das ist nicht so, das kann man mit Rollenschützen. Ich glaube, bis zuerst kann man es nicht lesen. Aber es gibt da eigentlich zwei Aspekte, die das Publisher-Portal zur Verfügung stellt. Zum einen Publisher Access Control. Da kann ich eine Rolle eingeben. Jetzt in diesem Fall ist das die MyZHW-Rolle, wo ein Security Group auf Azure ist. Alle, die hier eingetragen sind, können auf dem Publisher Konfigurationen durchführen, können eine zweite Version deployen, was man immer will machen auf dem API Publisher.
Nachher gibt es noch den zweiten Punkt, das ist DevPortal Visibility. Also das heisst, wer darf auf dem DevPortal das API anschauen und schlussendlich auch nutzen und abonnieren. Jetzt in diesem Fall haben wir hier beides Mal MyZHW drin, das ist, weil wir hier noch am Anfang sind. Aber doch könnt ihr euch selber jetzt die Kombinationen vorstellen oder mehrere Teams dürfen es bearbeiten und ausgewählte Teams dürfen es dann schlussendlich auch nutzen. Also hier haben wir das API-Management eigentlich sehr, ein sehr einfaches Beispiel aufgezeigt, was wir so zwei zur Verfügung stellen. Genau das gleiche aber, das jetzt das Portal verliefert, die die Portale nicht so gut kennen. Das Publisher-Portal ist der Zugangspunkt für den Entwickler vom API und die, die das API zur Verfügung wollen stellen. Und das Dev-Portal ist so das Pendant dazu, also es ist für die Nutzer bzw. für die Konsumenten vom API. Und hier sehen wir jetzt auch oben, das ist meine ZHW-Adresse, bin ich eingeloggt, ich habe die Gruppenberechtigung. Und das sind alle APIs, die wir jetzt unter der Gruppe zur Verfügung gestellt haben. Und die kann ich jetzt hier anschauen und nutzen. Genau. Das ist jetzt die zweite Challenge, ist jetzt aber das Graph API, das hat der Manuel vorher in der Demo gezeigt. Das ist das MyCalendar API, wie die Kalendereintrag ins App schlussendlich haben. Und das ist vielfach, ist das die Ausgangslage, die wir haben, wenn wir ein Problem sehen oder wir haben eine Applikation an, das ist im Fall MyZHW und hinten dran ein Backend, eine Schnittstelle, was auch immer, wo miteinander zu kommunizieren. Hier ist es vor allem nicht möglich, weil MyZHW ist ein Frontend und im Frontend will ich nicht Graph API Credentials drin haben. Darum ist das die direkte Verbindung nicht möglich und wir die ist dazwischen schalten, wenn wir so zwei API Gateway. Das heisst, wir bekommen hier von MyZHW einen Request und wir machen die Authentifizierung im Hintergrund auf das Graph API. Das ist ein Szenario, das wirklich in vielen Use Cases zur Anwendung kommt, darum ein super Beispiel für hier zu zeigen. Das sind genau die Punkte, oder Backend-Authentifizierung. WSO2 kann mit Endpoint Security mit Graph API mit kleinen Credentials sich einen neuen Token holen. Das muss ich einmalig konfigurieren, wenn ich das API in Betrieb nehme. Und anschließend, wenn ein Request drüber kommt, der autorisiert ist, der wird ein neuer Token abgeholt. Der Token wird gecached. Und solange das der gültig ist, wird der gleiche Token verwendet. Also es wird nicht der OAuth-Endpoint vom Graph API zum Beispiel gespammt und überfordert. Also es ist alles automatisiert von WSO2 schon so entwickelt. Das Einzige, was ihr müsst machen, ist einmal die Credentials eintragen. Das hat euch einen grossen Vorteil, aber hier spezifisch keine Credentials im Frontend. Das ist sehr wichtig für die ZHW, das haben wir mit ihm zusammen besprochen und haben dann eine passende Lesung finden. Wie das genau ist, sehen wir noch am Anschluss. Und was auch ein sehr cooler Aspekt ist an dem, man kann mit dem API-Manager der Fachapplikation, im Moment sind wir halt nur bei Graph API mit der ZHW, aber da werden noch diverse Applikationen hinten an der Züge. Man kann ein Set an Credentials zur Verfügung stellen, wo für mehrere Backends gültig ist, weil alles hinten dran, die Backend-Authentifizierung, wird vom API-Manager gemacht. Der dritte Punkt, der vor allem mit der Graph API sehr interessant ist, jeder, der das Graph API schon mal angeschaut hat, weiß, wie viele Ressourcen das da angeboten werden, mit unterschiedlichsten Parametern, mit Headers und was auch immer. Es ist sehr schwer, für einen Laien einen Überblick zu bekommen. Darum können wir euch mit dem API Manager und dem Gateway ausgewählte Ressourcen vom Graph API und Parameter zum Beispiel zur Verfügung stellen. Wie das genau aussieht, sehen wir hier, das ist jetzt mal so das Schaubild, das ist vom Graph Explorer, wo man die Ressourcen vom Graph API durchsuchen kann. Das ist nicht eine abschließende Liste, das geht sogar noch viel weiter. Also, wie ihr schon hier, es ist eine riesige Anzahl an Ressourcen. Und in Realität brauche ich 1, 2, 3 verschiedene Ressourcen und das reicht für meine Applikation. Und darum kann man auf Basis von dem ein eigenes Swagger-File schreiben, was wir heute gemacht haben, das ist jetzt das MyCalendar API. Im Moment eine Ressource, kann man noch erweitern. Aber so haben wir für die Fachanwendungen einen sehr einfachen Swagger, wo sich jeder dran halten kann. Es muss nicht jeder Experte vom Graph API sein, sondern wir geben dir das und du kannst das Graph API brauchen. Wenn wir jetzt aufklappen würden, könnten wir die Parameter sehen, da kann man mit Default Values arbeiten. Also wir können hier
wirklich sehr viel Arbeit der Fachanwendungen abnehmen. Ja, das ist jetzt die komplette Anbindung, die wir gemacht haben. Stand jetzt vom Graph API. Wir haben hier die MyZHW-App. Da ist ein User drauf, meldet sich, wie der Manuel gesagt hat oder gezeigt hat, mit Switch Edu ab. Er bekommt zurück ein ID-Token im JWT-Format und mit dem Token der schickt er auf eine Request mit, wo auf den API-Gateway geht. Der API-Gateway tut den Token nochmal mit dem JPKS-Endpoint von einer Switch Edu validieren. Also nach der Validierung wissen wir, es ist eine gültige Signatur drauf, der Token ist nicht expired, also wir können weitergehen. Schritt 5, Fine-Autorisierung, ist ein ganz interessanter Punkt, komme ich aber gerade nachher dazu.